Thomas Janke wurde 1995 in einer russlanddeutschen Familie in Memmingen geboren. Er zählt zu den besten und schnellsten Profi-Jongleuren der Welt. Was mich so zum Jonglieren gebracht hat, war, dass ich mit 8 Jahren einen Jongleur in einem Zirkus gesehen habe. Und das hat mich so weit fasziniert, dass ich daheim einfach mit allen möglichen angefangen habe zu jonglieren. Sei es mit Bällen, Äpfeln, Birnen, Orangen, Eiern. Da hat sich die Mutter natürlich gefreut, ne? Also ist wirklich alles durch die Luft bei mir geflogen. Und so kam dann eins zum anderen. Mein Vater hat einfach gesehen, dass ich Talent zum Jonglieren habe. Und der hat das dann natürlich sehr stark gefördert. Thomas Janke galt bereits sehr früh als Ausnahmetalent. 2006 wurde er von namhaften Showproduzenten entdeckt. Im Alter von nur 11 Jahren war er bereits als Jongleur in einem Weihnachtszirkus in Holland unter Vertrag. Es dauerte nicht lange, bis weltbekannte Produktionen auf den jungen Ausnahmejongleur aufmerksam wurden. So unter anderem der Zirkus Krone in München. Er konnte sein Hobby zum Beruf machen und ist heute im Europapark in Rust angestellt. Mit fast 6 Millionen Besuchern pro Jahr ist der Europapark der meistbesuchte Freizeitpark im deutschsprachigen Raum und nach dem Disneyland Paris sogar der zweitbesucherstärkste Freizeitpark Europas. Mit 11 Jahren habe ich dann Anthony Gatto gesehen. Das war der beste Jongleur der Welt. Er ist mittlerweile in Rente, hat vor ein paar Jahren aufgehört, aber damals, als ich den gesehen habe, das hat mich einfach so inspiriert, dass ich gemeint habe, das will ich auch erreichen. Ich will auch der beste Jongleur der Welt werden. Wenn dir jemand sagt, du kannst das nicht oder mach was Anständiges, so war das bei mir oft, dann sollte man da nicht drauf hören. Also wenn man weiß, dass man etwas erreichen kann, einfach dranbleiben, nicht aufgeben. Die Süddeutsche Zeitung titelte einst: Ein Bub aus Memmingen ist Deutschlands Ausnahmetalent. Der erfolgreiche 25-Jährige ist nicht nur diszipliniert und sehr ehrgeizig, sondern ebenfalls kultur- und geschichtsinteressiert. Thomas Janke ist ein gutes Beispiel dafür, dass mit einem Fokus, Fleiß, Selbstbewusstsein und der richtigen Einstellung vieles im Leben möglich ist.